Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal Yabu LP. Wir spielen Banished, ein Spiel, ja, von dem ich mal ganz kurz etwas erzählen möchte. Und zwar hat dieses Spiel ein einziger Entwickler programmiert und entwickelt und hat das Studio Shining Rock Software gegründet und damit dann seit, ich glaube, 2011 oder so war das, angefangen, das Spiel zu programmieren, und jetzt ist es erschienen vor ein paar Tagen. Und dazu zu sagen ist, eigentlich wollte ich mir das Spiel nicht gekauft haben, als es dann vor gut einer Woche dann erschienen ist. Doch gestern hat da irgendjemand frecherweise in die Wunschliste reingeschrieben: Ey, Yabu, spiel mal bitte Banished. Okay, dann spiele ich es halt doch, hab's mir jetzt gekauft und wir legen heute los. Heute etwas später als sonst, ab morgen dann aber immer um 15 Uhr hier auf dem Kanal Yabu LP ein Tag Banished, eine Folge natürlich, nicht ein Tag, eine Folge Banished. Dafür fällt allerdings Civilization 5 weg, also für die Leute, die sich über ein drittes Spiel gefreut haben, ein drittes Strategiespiel, nein, Civilization 5 werde ich jetzt aufhören. Ich kann es einfach nicht, ich check's nicht, ich habe jetzt schon drei Aufnahmen hinter mir, wo ich da irgendwas versuche, es klappt nicht. So, jetzt sind wir hier aber bei Banished und das ganze Spiel ist momentan leider noch komplett auf Englisch. Allerdings hat er schon geschrieben, denn das Spiel feiert momentan ordentliche Erfolge, dass er plant, Übersetzungen hineinzubringen. Das werden wir dann natürlich hoffentlich auch noch miterleben. Bis dahin werde ich gut oder bestmöglich das Ganze hier übersetzen. Wir starten natürlich mit den Tutorials, denn ich habe keinen Plan von dem Spiel. Außer, dass ich mir das mal ein paar Minuten da im Video mal angeguckt habe. Getting started. Learn the basics of the game, including camera movement, construction, basic buildings, assigning workers to jobs and starting a new town. Okay, also, wir lernen hier die Basics vom Spiel, was Kamerabewegung beinhaltet oder auch das Bauen der Basisgebäude. Man kann hier irgendwelche Arbeiter, irgendwelchen, ja, Siedlern, Arbeitern Berufe zuteilen, und ja, wir starten eine neue Stadt und das machen wir jetzt und laden. Ich glaube, der hat das nicht hundertprozentig alleine gemacht, sondern die Musik ist von einem Freund oder sowas. Keine Ahnung. So. Welcome to Banished. In this game you control a group of exiled travelers who decided to restart their lives in a new land. You'll have to help them survive. Okay, also wir helfen den Leuten hier zu überleben. Und er heißt uns willkommen in seinem Spiel. Dankeschön. Next. Hier unten können wir in die Option rein. Und mit Escape können wir das auch. Alles klar. WASD, das kommt mir sehr gut. WASD finde ich gut. Alles klar. Mit WASD bewegen wir die Kamera. Mit Q und E rotieren wir die Kamera. Alles klar. Kriege ich hin. Insert, Delete. Insert. Warum einfügen und entfernen? Ah, Mousewheel geht auch. Alles klar. Alles klar, weiß ich Bescheid. Next. Page up, page down. Ah, Winkel einstellen. Kamerawinkel. Da finde ich das so aber schon ganz gut. Okay. Oh, man kann sogar alle Tasten beliebig noch konfigurieren. Das will ich doch mal gerade nachgucken. Ah ja. Auch nicht selbstverständlich. Aber gut. Okay, weil wir jetzt gut genug sind mit der Kontrolle hier, sollen wir helfen, den Leuten Unterkünfte zu bieten und Essen besorgen und sowas. Denn der Winter wird hart und ja. Wir haben vielleicht schon bemerkt, das haben wir wirklich schon bemerkt, oder ich zumindest, dass hier so gelbe Häuschen über den Köpfen sind. Das bedeutet, dass unser Volk keinen Platz zum Leben hat. Das können wir allerdings, dem können wir allerdings beisteuern, indem wir hier unten ein Haus bauen. Mit F3. Okay, F3, ist das hier F2? Ach ja, F4, F5, F6. Ach, das ist ja praktisch, okay. Und das ist hier 1. Und das ist 2 und okay. Wir sollen ein Holzhaus bauen. Oh, okay. So sieht das Ganze aus. Wie kann ich das jetzt drehen? Ich kann das nicht drehen. Wie kann ich das drehen? Naja, ich muss es ja gerade nicht drehen. Wir sollen es jetzt hier hin platzieren. Zack. Okay, platzierst du ein Gebäude, wird ein Fußabdruck dort erstellt. Den habe ich nicht gesehen. Ach da, doch, hier sieht man diese Umrisse.
Startest du das da und... Okay, also, wir haben jetzt hier einen Fußabdruck im Prinzip erstellt von dem Gebäude, wo das Gebäude hinkommt. Und bevor das Gebäude allerdings gebaut werden kann, werden hier Bäume und sowas aus dem Weg geräumt, um das Fundament zu legen. Wir können auch Bäume und Steine aus der Landschaft entfernen und zum Bauen benutzen. Dazu gibt es hier unten ein Tool, das nennt sich Removal and Destruction Tools. Da finden wir Remove Restructions. Und hier sollen wir ein ganzes Areal removen. Okay. Jetzt werden unsere Leute... Oh, die Musik ist ein bisschen laut. Moment. Das ist ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, ob UI jetzt alles ist. Ich mach das mal so. Tut mir leid. Okay. Hätte Area, start removing rocks. Und okay, also wir haben jetzt hier so ein Areal genommen. Da werden die jetzt anfangen, Steine und Holz abzubauen. Allerdings brauchen wir auch einen Platz, wo sie das Ganze lagern können. Zum Beispiel Storelocks. Steine, Eisen, Feuerholz und alles Mögliche. Das wird hier unten in einem Stockpile, also einem Lager oder sowas in der Art zumindest, dann abgelegt. Okay, also jetzt werden unsere Leute hier die Bäume und Steine abbauen und zu unserer Lagerstelle hinbringen, wo dann die Materialien gelagert werden und bereitgestellt werden. Okay. Während unsere Arbeiter hier, unsere Dorfbewohner das Ganze hier vorantreiben, können wir uns darum kümmern, ihnen spezielle Jobs zuzuteilen. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Dazu sollen wir hier unten draufklicken. So. Und Professions. Ah, ich muss mal gerade die Zahl da oben wegmachen. Wir haben 8 Laborer. Die sind dafür da, um eben hier Sachen abzubauen. Jetzt sollen wir allerdings 2 Builder bauen, die sich um Gebäude, Straßen und Brücken kümmern. Ah ja. Die Bauarbeiter können nun anfangen, das Haus zu bauen. Allerdings wird ein Haus nicht genug sein. Wir sollen noch 3 mehr bauen. Dann bauen wir doch nochmal 3 Häuser mehr. Aha. Mit der Maus können wir das Haus hier auf diese Dingens-Area jetzt nicht direkt... Doch, können wir ihn legen und... Achso, nee, genau, das passt nämlich nicht. Ich wollte nämlich gerade schon sagen. Und wir sollen das jetzt rotieren mit T und R. Okay, T ist... Das werde ich mir tauschen. Ich finde, T muss rechts rum und R muss links rum sein. Das werde ich mir mal tauschen. Wir sollen das Haus jetzt hier hinbauen. Und hier hinbauen und hier hinbauen. Okay. Jetzt werde ich mal ganz kurz das ändern, weil das ist schon mal für mich... So. So, es wird manchmal eine gewisse Zeit dauern, bis die ganzen Arbeiten erledigt sind. Dafür gibt es einen tollen Knopf, den ich ja jetzt auch bei Anno 2070 endlich gefunden habe, wo wir die Geschwindigkeit verändern können. Wir können die einfach, zweifach, fünffach und zehnfach sogar nehmen. Okay, also wir sollen so ein bisschen mit der Zeit rumspielen. Pause gibt's auch. Das ist ja sehr gut. Pause ist gut, dann kann man sich immer mal umgucken. Okay. Und jetzt werden wir hier mal auf zehnfache Geschwindigkeit gehen und das Ganze hier ausbauen lassen. Zap, zap, zap. Da wird ein Baum nach dem anderen wird hier abgeholzt. Was ist das?
The reserve of locks is low. Okay. Ist ja schon interessant. Die sehen auch gar nicht so hässlich aus, die Figuren, muss ich mal sagen. Das soll ein Kind sein, oder was? Okay, das sieht hässlich aus. Das Kind sieht einfach aus wie so ein runterskalierter Erwachsener. Aber gut. Ich finde aber, so ist das grafisch eigentlich ganz schön für einen einzigen, der das gemacht hat. Ist das doch eigentlich ganz nett. Muss ich jetzt mal sagen, also. Grafisch gefällt mir das Spiel. Okay, großartig. Du hast hier deine Gebäude fertig gebaut. Das heißt, eine Menge Arbeit für ein paar Häuschen. Aber immerhin wissen wir jetzt, wie was gebaut wird. Und für jedes Gebäude, das wir bauen, wird eben so ein Fußabdruck erstellt. Und die Dorfbewohner, die Städteleute hier, werden dann erstmal das Areal clearen, also löschen und alles da rausbauen. Gut, das hat jetzt hier mit dem... Ach nee, der Baum ist ja gar nicht mehr da drin. Und werden dann halt die Bäume und Steine und sowas dann da wegmachen. Also sollen wir aufpassen, dass eben immer genügend Bauarbeiter vorhanden sind. Und andere Leute, die sich dann um das ganze Krams kümmern. So, jetzt brauchen aber unsere Leute auch Essen. Denn ohne Essen geht hier gar nichts. Denn sie werden dann verhungern. Und um das natürlich, um dem entgegenzuwirken, können wir ein... Ach, das steht hier noch gar nicht. Hier steht, sie können jagen, sammeln, fischen, Weizen und sowas anpflanzen. Ox-Shards kenne ich nicht. Und Livestock. Okay. People are close to starving to death. The Hunger Icon will appear. Also wenn sie kurz vor dem Verhungern sind, kommt dieses Messer-Gabel-Zeichen. Da diese Stadt hier nah an einem Fluss liegt, ist es das Einfachste, etwas Fisch anzubauen. Und das machen wir mit einer Fischerhütte. Jetzt muss ich rotieren. So. Zack. Und wir sollen jetzt wieder... Okay, also die meisten Gebäude, die Nahrung produzieren, benötigen spezielle Arbeiter oder spezielle Berufe. In dem Fall der Fischermann oder der Fischer. Wir sollen jetzt da mal drauf drücken. Wie viel sollen wir denn machen? 4? Okay. 4. So, wir sollen jetzt, ja genau, hier ist ein Fragezeichen. Das soll uns jetzt auch aufgefallen sein. Ist es jetzt auch, wo es da steht? das bedeutet, dass wir Berufe zugeteilt haben, für die es momentan aber noch keinen Arbeitsplatz gibt. Und wenn unser Fischer-Dock, also unsere kleine Fischanlage hier, fertig ist, dann werden sie auch arbeiten oder da ihre Arbeit beginnen und die Fragezeichen werden dann verschwinden. Eine Randinformation, jedes Fenster kann auf dem X geschlossen werden, oh mein Gott. So. Die machen sich jetzt hier ran. Ja, das könnte ein Klon sein, oder? Der Kleine da von dem Großen. Der hat, glaube ich, auch einen Bart. Das ist wirklich nur skaliert, oder? Meine ich das nur. Sieht ja schon witzig aus. Gut, dass man nicht näher ran kann, glaube ich. Gut für ihn. Machen wir mal zweifache Geschwindigkeit. Wenn du Straßen baust, können sich die Menschen schneller bewegen. Also sollen wir unsere Straße platzieren, indem wir hier unten dieses Rad-Icon anklicken. Und als nächstes die
Drecksstraße oder dem Wanderpfad oder sowas sind das ja meistens benutzen. Es gibt noch Steinstraßen hier, die sind nochmal schneller. Allerdings benötigen sie eben auch Steine. Und jetzt sollen wir eine Straße bauen von hier. Hä? Kann ich die einfach so ziehen? Ah ja. Nach hier. Zack. Okay, die gleichen Bauarbeiter, die gerade eben die Gebäude gebaut haben, werden sich jetzt auch um die Straßen kümmern. Nachdem sie das dann fertig gebaut haben, wird das Townsvolk, also die Dorfbewohner hier, werden sich dann auch schneller bewegen, wenn sie denn über die Straßen laufen. Auch diesen Vorgang können wir wieder beschleunigen. Nein, können wir nicht. Achso, generelle Statistiken. Ich hätte mal lesen sollen. hier sind unsere Statistiken. In der Übersicht kannst du alles über deine gelagerten Materialien wie Holz, Feuerholz und Klamotten und Werkzeuge einsehen. Das sehen wir dann hier. Holz, Steine, Eisen, Feuerholz, Kohle, Werkzeuge, Essen, Medizin, Klamotten und Alkohol. Okay, und es ist Early Summer. Und wir haben 11 Eltern und 5 Kinder. Du kannst ebenfalls die momentane Population einsehen. Average Health, also das sind die Herzen. Und, die Gesundheit sind die Herzen. Und die Freude oder die Glückseligkeit, will ich es jetzt einfach mal nennen, sind hier die Sternchen. Genauso wie das momentane Wetter. Und wir haben momentan 80 was? Fahrenheit oder Grad oder was sind das? 80 Grad haben wir jetzt gerade? Krass. Nee, es sind doch keine 80 Grad, oder? Wenn du... Ja genau, dein Essen, was wir jetzt hier zum Beispiel durch die Fischhütte produzieren, muss natürlich auch irgendwo gelagert werden. Und zwar nicht einfach auf dem Boden, sondern dafür gibt es eben eine spezielle Lagerhalle, die wir hier unten bauen können. Und zwar Storage Barn. Das ist also eine Art Scheune, jawohl. Und dort können wir Essen, Klamotten, Textilien und auch Werkzeuge lagern. Kann ich hier falsch rum platzieren? Ist ja interessant. Okay. So, wenn du in die Übersicht guckst, wir haben 35 Holz und wir brauchen 48. Also haben wir noch ein bisschen mehr Holz zu hacken. Um weitermachen zu können. Dazu, ach Gott, es gibt sogar nicht nur Remove Resources, es gibt auch einfach Remove Trees. Damit machen wir also nicht nur, nicht alles weg, sondern nur die Bäume weg. Und da sind ja auch immer alle markiert. Interessant. Deine deine Menschen brauchen es auch warm oder müssen es auch warm im Winter haben. Und der einfachste Weg dazu ist es eben, Holz in Feuerholz umzuwandeln. Das können wir machen, indem wir einen Woodcutter, einen Holzhacker, an die Arbeit bringen. Hier haben wir den Woodcutter. Ah ja, okay. Den rotieren wir mal an die Straße. Woodcutter. Okay, also, wenn unsere Dorfbewohner in Gefahr laufen zu erfrieren, dann wird hier dieses Schneesymbol über deren Köpfe erscheinen. Über den Köpfen erscheinen. Und sie werden versuchen, zu ihren Häusern zurückzukehren, wenn es zu kalt wird. Und versuchen es dann da eben warm zu halten.
Also wird dieses Icon auch dort erscheinen, wo ein Haus gebaut ist, aber kein Feuerholz mehr vorhanden ist. Zum Heizen. Und jetzt sollen wir warten, bis der Woodcutter gebaut wird. Okay. Dann machen wir nochmal ein bisschen schneller. Die haben noch gar kein Heim hier. Also wie gesagt, jeden Tag 15 Uhr jetzt hier auf dem Kanal Yabo LP. Bei uns also. Und dafür kein Civilization mehr. Und am Freitag startet dann auch Thief. Ich glaube, das ist der vierte Teil. Der startet dann auch bei uns. Mit dem Meisterdieb. Könnt da ja auch gerne mal reinschauen, wenn euch sowas interessiert. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche anderen Spielvorschläge habt, haben wir eine Wunschliste angefertigt. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unseren Uploadplan könnt ihr auch dort finden. Die Playlist zu diesem Spiel findet ihr auch. Und unsere Facebook-Fanseite und alles weitere. Wo ihr das Spiel jetzt zum Beispiel kaufen könnt, findet ihr auch da unten. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Schade, dass ich nicht auf das Gebäude hier klicken kann, um zu gucken, was da so los ist. Wie viele Fische da zum Beispiel jetzt schon sind. Ist ein bisschen schwer einsehbar. Aber gut. So. Gleich sind die Gebäude fertig. Das Holz ist schon abgehackt. Die Scheune. Der fehlt noch jetzt ein Dach irgendwie. Ah, da ist es gekommen. Das Dach ist fertig. Und wir sind jetzt im frühen Herbst angekommen. Deswegen auch so viel Reben. Und ich glaube, das ist Fahrenheit. Das kann ich mir nicht... Ah, ne, Kelvin kann auch sein, ne? Gerade Kelvin... Ne, Kelvin ist dann zu kalt dafür, oder? Ich weiß es nicht. So. You can always assign workers by a professional tool. Also du kannst jederzeit über das Profession Tool, also über dieses Werkzeug hier, was wir hier unten haben, womit wir gerade eben die Arbeiter da angeheuert haben, anheuern. Allerdings geht es auch, wenn wir hier draufklicken, dann können wir das hier oben auch machen. Zap. Jetzt wird irgendeiner da hingehen und anfangen mit der Produktion fürs Feuerholz. Er oder sie wird die Blöcke ins Stockpile bringen. Ne, wird die vom Stockpile nehmen und hier dann zu Feuerholz verarbeiten. Und das Feuerholz kann dann dafür genutzt werden, um die Häuser zu heizen. Jetzt, wo auch unsere Scheune hier gebaut ist, brauchen unsere Leute den Karren nicht mehr. Und den können wir jetzt removen. Dafür benutzen wir unser Destruction Tool. Remove Structures. Zack. Jetzt werden die Leute da hingehen und den Karren zerstören. Und alles, was da drin ist, in die Sachen hier aufteilen. Also hier in das Lager zum Beispiel. Da das ein Weilchen dauert, sollen wir die Zeit wieder ein bisschen beschleunigen. Okay, da hat er es schon genommen. Mit ein bisschen Geduld und Glück wird deine Stadt für ein paar Jahre überleben. Die Kinder werden wachsen und arbeiten, um dann auch wieder Kinder zu bekommen, die dann neue Häuser bauen und die Stadt dann erweitern und man expandiert und man das Leben lebt. If at any point you need to... Jederzeit, wenn du Hilfe brauchst, kannst du hier unten dann Hilfe erhalten. Da bekommst du dann Descriptions, hier ist so ein Fragezeichen. Und da gibt es dann alles, was man jederzeit wieder nachlesen kann. Über Banished. Für einen Mann ist das echt viel, was hier so rein ist. Echt heftig.
Du kannst jetzt in der Hilfe ein bisschen rumlesen. Oder du drückst auf Next und spielst das nächste Tutorial. Es ist darauf fokussiert, die Produktion von Ressourcen und das Überleben. Und mit Quit kommen wir ins Main-Menü. Und damit, mit dieser Folge, verabschiede ich mich, liebe Freunde, für heute mit dem Spiel Banished von euch. Ich hoffe, das Spiel kommt bei euch genauso gut an wie bei mir, denn ich finde es echt sehr, sehr interessant und es hat einiges an Potenzial. Ich bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt. Und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn wir dann in das nächste Tutorial reinschauen, hier in Let's Play Banished auf dem Kanal JabuLP. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss, macht's gut!